Circa 15 Millionen Menschen in Deutschland sind von Schwerhörigkeit betroffen. Etwa 1 Million weisen besonders starke Beeinträchtigungen auf. Sie sind hochgradig oder an Taubheit grenzend schwerhörig. Um den Hörsinn wiederzubeleben, setzt das Klinikum Ernst von Bergmann bereits seit Jahren verstärkt Cochlea-Implantate ein. Diese kleinen Geräte ahmen die Funktion des natürlichen Hörvorgangs im Innenohr nach. Sie umgehen die beeinträchtigten Bereiche und senden elektrische Signale direkt an den Hörnerv. Dieser wird dabei stimuliert, sodass Klänge klarer gehört werden können als mit Hörgeräten. Peggy Russat ist eine von vielen Betroffenen. Sie leitet eine Selbsthilfegruppe in Potsdam und weiß aus eigener Erfahrung, welche Lebensqualität Cochlea-Implantate bringen können. Also ich hatte vorher Hörgeräte und der Vergleich zwischen einem CI und einem Hörgerät ist sehr, sehr unterschiedlich, muss ich gleich sagen. Mit dem CI höre ich fast alles. Mein Mann sagt auch immer schon zu Hause, mach die Dinger leiser, du hörst zu viel. Mit dem Hörgerät war es so, ich habe was gehört, aber ich habe nichts verstanden. Und den Unterschied, den kann man wieder ausbügeln durch das CI, dass man hören und verstehen beides zusammen in einem Paket hat. Bis zum natürlichen Hörgefühl ist es mit einer Implantation jedoch nicht getan. Die Patienten müssen nach dem Eingriff das Hören wieder neu erlernen. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Hörtherapiezentrum der Potsdamer Obelin-Klinik. Die Leiterin des Zentrums sprach auf dem Hörtag des Klinikum Ernst von Bergmann Mitte März unter anderem über das große Leistungsspektrum der modernen Implantate und Geräte. Was die Firmen da mit ihren Prozessoren schaffen, ist schon faszinierend. Programmen, die Umgebung scannen, Störgeräuschunterdrückung, mit Scanprogrammen, um dann wirklich auch zu fokussieren auf den Sprecher. Da ist schon sehr, sehr viel möglich geworden. Das kommt viel auch aus der Hörgeräteindustrie. Ja, das heißt, auch Patienten, die jetzt nicht hochgradig schwerhörig sind, profitieren davon. Aber eben auch solche, die vielleicht schon eine Weile gar nichts mehr gehört haben. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, von einer Hörbeeinträchtigung betroffen zu sein. Sind es zwischen 30 und 40 Jahren lediglich 5%, so steigt die Zahl ab einem Alter von 70 Jahren auf 54%. Wer es genau wissen will, der macht einen Hörcheck, so wie viele Potsdamer am Hörtag des Klinikums. Na, weil ich schon ein recht altes Mädchen bin und es kann ja nicht schaden. Bietet sich an. Nicht? Beim Ohrenarzt muss man lange sitzen, warten. Hier geht das, denke ich, einfacher und komplikationsloser. Generell nimmt die Zahl der Hörbeeinträchtigungen und damit auch der Bedarf an medizinischer und technischer Unterstützung zu. In Deutschland besitzen aktuell etwa 2,5 Millionen Menschen ein Hörgerät. Und als Experten zu diesem Thema haben wir uns Professor Markus Junge-Hösing eingeladen. Er ist der Chefarzt an der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Professor Junge-Hösing, wir haben im Beitrag gesehen, dass am Hörtag sogenannte Hörchecks gemacht wurden. Wie funktionieren die genau? Das sind eigentlich ganz normale Hörtests. Was da schön war, war, dass wir dieses Mobil hatten. Da ist eine schallgeschützte Kammer drin. Und da testet man, wie viel von angebotenen definierten Tönen wirklich im Gehör ankommen und wie viel nicht. Das ist eigentlich alles. So ein Test dauert 5 bis 10 Minuten. Und da kann man dann schon anhaltsweise sehen, ob jemand normalhörig ist oder schwerhörig. Und wenn jemand tatsächlich schwerhörig ist, dann gibt es verschiedene Alternativen von Hörgeräten und Cochlea-Implantaten zum Beispiel. Wann setzt man welches Gerät ein? Die beiden Verfahren konkurrieren nicht miteinander, sondern das eine setzt dann ein, wenn das andere nicht mehr funktioniert. Hörgeräte sind gut für Menschen, die schwerhörig sind, bis zu einem bestimmten Grad. Wenn diese Schwerhörigkeit in Taubheit übergeht oder in an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit, dann ist das ist die Domäne des Cochlea-Implants. Das Cochlea-Implant ist halt in der Lage, ein zerstörtes Hörorgan fast komplett zu ersetzen. Wie werden die Implantate eingesetzt und wie eingeschränkt ist der Patient nach der OP? Also die Operation ist schon in Vollnarkose mit einem größeren Team und dauert so zwischen 1 bis 2,5 Stunden. Danach ist der Patient mehrere Tage stationär, weil man bei dieser speziellen Operationstechnik einen sehr festen Verband tragen muss, damit es nicht zu einer Um- und Unterblutung des Implantates kommt. Man sollte also durchaus insgesamt mal von 5-6 Tagen stationär ausgehen. Danach ist es so, dass man eben Fäden in der Kopfhaut hinter dem Ohr hat. Die sollten für eine Woche mindestens nicht nass werden, dann werden sie gezogen.
Und dann dauert es nochmal 3 bis 4 Wochen, bis das Cochlea-Implant fest eingeheilt ist. Gibt es da eine Altersgrenze für die Operation? Nein. Es gibt eigentlich keine Altersgrenze. Natürlich ist es so, dass man, je älter der Patient ist, desto genauer guckt man auf die übrigen Vitalfunktionen und ob er wirklich noch eine Lebenserwartung hat und durch die Operation nicht so gefährdet ist, dass es für ihn gefährlich ist. Aber wir haben tatsächlich auch schon Patienten über 80 implantiert. Die danach dann auch wieder sehr viel besser hören konnten. Die teilweise darauf bestanden haben, vehement, und die das unbedingt wollten und die sehr, sehr glücklich sind jetzt. Ja. Wunderbar. Vielen Dank für Ihre Informationen und für das Gespräch, Professor Junge-Hülsing. Sehr gerne, Frau Nahm.